Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia. Wir sind voll im Kampf gegen Chaoyun bei Dynasty Tactics 2. Und das mit der Zweitarmee. Und die Zweitarmee ist tatsächlich echt ziemlich kacke. Die habe ich eben nicht verbessert. Kannst du taunten? Ja, er kann taunten. Bitte, ich bleib hier. Die habe ich eben nicht verbessert. Die fühlt sich einfach so richtig schwach an. Wirklich. Ist echt nicht gut, Yami. Hast du hier, anderen haben schon alle Pit und hier kann man warum mit Taunt. Like, what the fuck? Wisst ihr was? Ich mache tatsächlich den Taunt und mache nicht All Attack. Ich will das lieber kombinieren mit Zauber. Da haben wir Double All Attack und das ist, denke ich, effizienter als wenn wir jetzt nur eine Zweierkombo machen. Komm her, Süßer. Denn schon bald bist du umzingelt. Nein, Chaoyun, was? Oh, jetzt kann ich keinen taunten. Jetzt kann ich keinen ranholen, oh Mann. Na gut. Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß nicht wirklich, was jetzt mit dir zu machen. Ich werde trotzdem mal jetzt schauen. Vielleicht erbarmt sich ja einer, nach unten zu kommen. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh Gott, will ich das riskieren? Nee. Oh nein. So viel zur Dreier-Kombo. Wenn ihr beide 65 Moral und ich will jetzt nicht riskieren, dass er Feint macht. Und dass die Kombination komplett versaut ist. Das darf ich nicht riskieren. Am Ende schafft das doch so nicht 82% Chance. Na doch. Auf den Bruder von Zau Zau ist eben Verlass. Attack all at once. Oh, so bad. Ich krieg den nicht down und das Schlimmste ist, Chaoyun kommt auch noch. Bitte, ich muss auf jeden Fall Jinx Yun nach oben ziehen. Das ist wahrscheinlich der Einzige, das mit Chaoyun aufnehmen kann. Mann, die Armee ist so bad. Guck dir das mal an, wir haben nicht wirklich irgendwelche guten Kombo-Möglichkeiten. Oh nein. So ist es eben, wenn man Leute bevorzugt. Und ich habe die Yuans viel zu sehr bevorzugt. Viel zu sehr. Oh no, what have I done? Die hängen da im Wald fest. Nein. Ja, natürlich, auf der armen Strategen. Der sich gar nicht richtig wehren kann. Oh nein. Ey, ohne Scheiß. Ist das hier ein Komplott oder so? Voll die Verschwörung? Die gehen alle nur nach links. Die gehen alle nach Westen. Die haben keine Lust auf Yuten und so. Na, ah, doch, der schon. Okay. Das ist kein anderer als Chaoyun. Oh no. Warum ist der denn jetzt schon wieder dran? Das ist doch ein... Ah, das ist bescheuert. Das war echt bescheuert. Ey, ohne Kack. Wir waren eben schneller. Warum werde ich jetzt auspeedet? Oh nee. Jetzt kommt irgendeine eklige Kombo mit Chaoyun. Okay, das ist aber nur Pierce. Ich dachte, das ist Raid oder so. Oh nein. Zum Glück habe ich Zau Hong verbessert und aus ihnen Cavalry gemacht und nicht mehr Horsemen. Oh Gott, Horsemen sind so schlecht. So schlecht. Hier können wir gleich Taunt benutzen und wirklich, wir brauchen Jinx Yu da oben. Diese Einheiten da oben sind einfach nur mega scheiße schlecht und das funktioniert natürlich auch, obwohl es 76% ist. Oh mein Gott, okay, Zau Hong wird auf jeden Fall sterben. Oh, die Armee ist so bad. Oh mein Gott, ich würde jetzt schon sagen, das ist die dritte Armee. Weil die Yuan-Armee ist 20 Millionen mal besser. Oh mein Gott. Der wird auf jeden Fall sterben, der ist sowas von gecornert. Ja. Immer schön 1000 Damage. Ja. Und nur weil ich diesen Idioten hier nicht weggekriegt habe. Oh no!
hat aber nur 5000. Eine Kombo sollte nur aushalten. Ja, und da ist die Kombo. Oh, habe ich echt nicht aufgepasst mit Zorn. Aber Taehyun verschwindet. Das finde ich wiederum ganz gut. Oh, keine Kombo? Was ist da los? Was ist da los? Hallo? Och nö. Och nö. Oh mein Gott. Ja, von... 87% und der verkackt. Ja, von wegen, der geht zu Yujin. So viel zum Thema Yujin. Oh, die hängen hier voll fest. Okay. Schicke ich hier halt auch alle nach oben. Oh, das ist so blöd. Wirklich. So blöd. Und der Typ hat einfach nichts. Außer Revive. Der Typ hat einfach nichts. Wie gut, dass ich weiß, dass wir Jang Xiu haben. Jang Xiu carried. Der macht das jetzt. Der macht das jetzt im Alleingang. All Attack, Charge, Decoy, Aid, Ambush. Das Traurige ist, Jang Xiu hat jetzt auch nicht mal die besten Strategien. Oh Mann, das ist so traurig. Das ist so traurig. Pferdeflüster, hier kommt was auf dich zugeflogen. Nee, Taunt will ich nicht machen. Mann, warum haben wir auch kein Pit? Doch, ich mach Taunt auf den Spinner. Ich will ihn nicht da oben haben. Der nervt. Please, Jang Xiu, outspeed diese Idioten. Nein, die werden ja nicht outspeed, die wollen ja eben auch schneller. Okay. Komischerweise wird Lidin angegriffen. Und vor allem ist jetzt Taehyun direkt vor Jang Xiu. Bedeutet, ich werde jetzt einfach Taehyun besiegen, weil ich keinen Bock auf diese Armee habe. Diese Armee ist unspielbar. Holy fuck, ist die kacki. Die Armee ist so bad. Sorry, aber diese Armee ist wirklich nicht gut. Da muss ich was ändern. Charge! Charge! Decoy! Hey, das kann man den Feind. Supi! Charge! Charge! Decoy! All Attack! 95% Decoy! Na gut! Ich hoffe, wir gewinnen. Ich glaube an Jang Xiu. Er ist so gut. Einer beste Offizier im gesamten Spiel. Komm schon, du schaffst es. Das Blöde ist natürlich, Taehyun hat jetzt auch voll viel Moral. Ach, der muss das schaffen. Der schafft das auch. Ich glaube an Jang Xiu. Schafft er. Die schlimmsten Angriffe kommen ja noch. 95? Nice. Ja. Schafft er. Jetzt kommt nämlich noch der All Attack. Der richtig strong ist, weil er übelst viel Leadership hat. Ja, und wir haben gewonnen. Scheiß auf diese Schlacht. Ohne Kack, diese Offiziere sind unplayable. Und deswegen habe ich den Taunt gemacht mit Yexo. Jetzt bekommt ihr auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Oh, die Armee ist so schlecht. Scheiße. Ich muss diese Armee unbedingt verbessern. Ist wichtiger als die Hauptarmee. Ich finde, die Armee hier ist unplayable. Wie lange ist das her? 2 Kapitel, wo ich die verwendet hatte. Da hatten wir noch nicht so gut Strategien. Oh mein Gott. Okay, das ging schnell. Dann machen wir den anderen Fight mit Taehyun natürlich auch noch. Nice. Tschüss. Ciao, Jun. Auf Wiedersehen. Okay. Zhaohong ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. I love it. Du, 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 du. Und Yujin, Yujin. Und wer war das noch? Die andere Offizier da unten, Yujin. Die stand da einfach nur blöd rum. Traurig. Und Zoren. Oh,
jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh Gott. Ich bin echt gespannt. Das ist jetzt aber keine Burgschlacht, oder? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hasse mein Leben. Aber die haben mir das wenigstens gut. Ma Dai. Ma Chao, Li Hui. Ich wollte schon sagen, aber will dieses Kai Mateng. Oh Gott, Mateng, mein Liu Bei. Oh. Was für krasse Offiziere. Boah, die sind echt stark. Aber hey, das Schöne ist, wir sind auch stark. Wir sind richtig stark. Und ich wollte schon sagen, das erste Mal, dass ich das Haupttor nicht zerstöre, doch. Ergibt sich halt. Komische Aufstellung. Die Burgschlacht ist tatsächlich ein bisschen anders. Weil wir gezwungen sind, diese Seitengassen zu nutzen. Gut, gezwungen sind wir nicht, aber wir starten halt schon dort. Oh, Yusho! Du bist der Einzige, der den Turm locker zerstören könnte. Na, scheiß drauf. Leute, es müssen Opfer gebracht werden. Und Yan Yang opfert sich. Oh, no! Mann! Aber die Türme sind immer richtig fies platziert. Och nö, und das auch noch mal Teng. Oh, ich will schreien, aber ich darf nicht. Warum darfst du nicht schreien, Süßie? Ich weiß auch nicht. Ich fände das nicht so cool gerade. Und die Nachbarn wahrscheinlich auch nicht. Oh nein, ich schick meinen Liebling Yuan Tan und da in den Tod. Komm schon, zerstör den Joyce-Turm. Oh, vor allem muss man mit Mateng, der 7000 rum ist, wieder super tanky, super strong, der Typ kann alles. Mann, ich bin so neidisch. Ich will auch Mateng haben. Ich hoffe, wir können irgendwann noch Mateng benutzen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ging in die Wu-Story. Was? Hallo? Was bist du denn für Scheiß, Mr. Monopoly Faker? Follow my instruction, der alte Opfer da? Hör auf, Mr. Monopoly zu faken. Du bist nicht halb so cool. Oh nein, das ist so kacki. Mann. Vor allen Dingen, er hat richtig viel kassiert, weil er so viele Truppen hat. Oh Mann, das ist doof. Hier sind wenige Offiziere, das heißt, hier empfängen wir wahrscheinlich in diese Richtung hier gehen. Ja. Und mal schaut, der campt. Der chillt da. Ist auch gut so, weil wir haben jetzt so erstmal genug zu tun mit Mateng. Wisst ihr was? Wir bauen hier tatsächlich ein Katapult. Mateng, wie schmeckt dir das? Oh nein, da kommt er. Oh no. Er verschanzt sich eiskalt in den blöden Türmchen. Und Chun Yuk-Jung, der hängt irgendwie fest. Oh no. Na endlich. Oh nein. Oh nein. Okay. Der hätte irgendeine Taktik machen können, hat aber nicht gemacht. Ich glaube, er hat Angst vor Yan Liang. Verständlich. Ohne Scheiß, die Armee ist jetzt viel, viel besser als die zweite Armee. Viel besser. Damit ist der Weg frei. Nein, Mateng, ich hasse dich wie die Pest. Aber du kriegst jetzt ein Geschenk von mir. Es kommt von Herzen. Wirklich, es kommt von Herzen. Cool, direkt minus 10. So macht das Spiel Spaß. Vor allen Dingen, das Schöne bei Arbalest, Türmen und Katapulten ist ja, dass es durch die Rüstung geht, beziehungsweise durch die Abwehr. Du kannst Guard aktiviert haben, du kannst super viel... Scheiß Mr. Monopoly Fake. Du kannst voll viel Defense haben, es geht immer dadurch. Und deswegen sind diese Belagerungsräte ziemlich cool. Wenn ihr mich fragt. Oh no, oh no, oh no, oh no.
mach das mal. Halt euch fest. Wir machen gleich mit... Oh, Girl. Du bist so schlau. Wir machen gleich. Und ich bin selbstverliebt ohne Ende. Was? Wisst ihr ja wahrscheinlich mittlerweile. Wir machen gleich eine Chain mit Yu-Show. Und dieser Yuan Tan. Er wird so hart ausrasten, Leute. Das wird nicht mehr lustig. Der holt dann tatsächlich Mateng ran, macht Pit und dann geht's los. Muddle 2. Oh mein Gott. Das wird eine kurze Kurve, die ich seit langem gemacht habe. Das ist so Classic Yuan Tan. Einfach die ganze Zeit Muddle. So habe ich den früher immer gespielt. Oh no, was ist mit dir denn los? Warum leuchtest du so? Warum hast du so große Zähne? Oh nein. Oh nein. Oh, was sehen meine entzückenden Augen denn hier? What a Jane! Der mag zwar leuchten und er mag zwar auch Madai sein, aber... Ja. Der wird ein bisschen auseinandergerissen. Ich glaube nicht, dass der es überlebt. Hey, ohne Scheiß. Diese Armee ist so gottgleich, was die Taktiken betrifft. Und dann kommt die Jinxu-Armee. Flanke, Pierce, Double Revive, so richtig useless Mist. Aber diese Armee ist der Hammer. Die ist so cool. Smash through! Wir sind ja nicht bei Super Smash Bros. Falsches Spiel. Oh mein Gott, das Spiel ist so witzig wegen diesem Battle Cries. Manche Sprüche, manche Kampfschreie sind aber zu cool. So viel zum Thema. Oh mein Gott, Madai leuchtet. Oh mein Gott, I don't even care. Da ist einfach sowas von dort. Schwupps. Der nächste bitte. Machau. Fühlen Sie sich entbarm? Entbarm? Erbarm. Und wir haben sogar mal da captured. Komm schon, wir müssen Mateng auch noch capturen. Wenn wir Mateng in der Armee bekommen. Ho, ho, ho. Und jetzt. Oh nein, ich sehe gerade was. Ich bin doch ein dummes Girl. Leute, ich bin doch ein dummes Girl. Der Ort speedet mich ja der Arsch. Weil sonst hätte ich das so gut machen können. Pit, Muddle, 2, Muddle. Oh mein Gott, das war so cool. Er ist aber dumm. Er macht einfach nur mal einen Angriff. Bedeutet meine Strategie die Trotze auf. Du hast Yuanxi angegriffen. Er hat Yuanxi angegriffen. Warum gehen die alle in dieser Richtung? Haben die Angst vor Yuanxi und Yuan Tan? Voll süß. Stimmt, der hat ja auch Pit, aber nie. Nie. Vorbei? Ja. Nur nicht auf Chain. So können wir die Kommen tatsächlich nur erweitern. Guck mal, die machen voll den Rückzieher. Ihr Feiglinge. Mann. Der outspielt mich ja doch. Der Arsch. Ich hasse ihn. Aber... Wir behalten die Taktik. Bedeutet, meine Strategie geht trotz diesen ganzen Strapazen doch noch auf. Und das wird so geil. Das wird so geil. Ja. My Lord. Nein! Oh mein Gott. Ah doch, funktioniert trotzdem noch. Ich dachte schon, jetzt sind die falsch positioniert. Nee, ist alles gut. Alles gut, Leute. Supi. So, Leute, haltet euch fest. Jetzt geht's los. I love it so much. Hey, das wird so cool. Nee, Switch. Doch, Switch können wir tatsächlich nicht kommen mit einbringen. Charge. Switch. Muddle. Hä, aber dann geht das nicht.
Warum geht das denn nicht? Was ist das doof? Pit. Model 2. Model. Oh nein! 79, 89. Wer glaubt an Yuan Tan? Oh Gott. Wer glaubt für euch an Yuan Tan? Ich tu's. Oh mein Gott. Das ist so eine coole Kombo, aber... Aber, Ausrufezeichen, ja. Ah, please. Nur dieses eine Mal. Please, please, please. Oh, ich dachte schon, er verkackt jetzt zu 99. Oh, jetzt wird's spannend. Dann jetzt kommt Pit. Ah! Er hat schon Pit verkackt. Oh mein Gott, alles verkackt, Leute. Meine super geniale Mega-Strategie verkackt. Ich stell das jetzt hier nur um den zu blocken. Oh nein, mein Traum. Alles ruiniert. Oh, Yuan. Das ist wieder so richtig typisch Yuan. So wie im privaten Spiel. Im Let's Play hat er ja noch nicht verkackt. Aber ich glaube, jetzt verkackt er nur noch. Irgendwann muss die Glückssträhne ja mal zu Ende sein. Ey, hör mal auf! Das macht er extra, nur mich zu ärgern. Oh, ich bin Mr. Monopoly, aber bin ich gar nicht. Lalalala. So schlecht. Oh mein Gott. Hey, ich will Mateng aber jetzt zerstören. Das ist aber auch süß. Das ist voll süß. Jetzt kommt er nämlich. Hey, jetzt sollte der Model 2 auch funktionieren, ansonsten verbanne ich Yuan Tan in Shadow Realm. Komm, wenn er kommt. Chun Yu Kyung. Der tatsächlich jetzt ganz cool ist, weil er nicht mehr Footman ist. Ich glaube, der hat jetzt Spear oder Picke. What the goal at once? Ich liebe das Armee trotzdem. Trotz dieses Fails. Komm schon, Yuan Tan, please! Please, tu es für mich! Tatsächlich! Traders! Warum sagen die jetzt nicht mehr? Das Schönste an der Sache ist, Mateng darf aussetzen! Haha! Nice! Cool! Jetzt frage ich mich natürlich, wie wir Mateng überhaupt besiegen sollen, aber. Irgendwie kriegen wir es hoffentlich hin. Oder man tauscht, stirbt einfach vorher. Das kann tatsächlich sein. Es wird auch so sein. Oh, na was ist das denn? 90% verkackt. Oh. Vor allem blockiere ich mich jetzt selbst. Oh, ist das kacki. Hey, das ist so schlecht. Mann. Ich mache das tatsächlich hier, damit die da hinten auch noch davon profitieren. Zoop. Oh nein, jetzt kommt die Rache von Machau. Oh. Soll ich jetzt mit Venture komplett abgehen? I don't know, to be honest. Aber ich glaube, ich mache das. Können die anderen nämlich schon mal nach oben. Na, wobei. Ich habe ja hier gar keinen Chain, nicht dumme Kuh. Na, ist nicht schlimm. Oh, Mateng. Ich hasse dich. Du gehst aber schon mal nach oben. Was mache ich jetzt hier mit Yusho? Der ist einfach komplett lost. Oh, ist das blöd. Swoop. Nee, mein voll geheilt. Nein! Schon wieder voll um meinen. Nee, doch nicht. Leave them to me. Ist tatsächlich sogar gut für uns. Weil jetzt mal Tor nicht mehr vorne.
und die blockieren sich jetzt selbst. Willkommen in der Burgschlacht. Darum liebe ich Burgschlachten. Nicht. Switchpad. Switchpad. So bad. Yuantan vs. Mateng. Oh mein Gott. Und Yuantan gewinnt. Weil Mateng gestunt ist und sowieso nicht wirklich was machen kann. Das Katapult lassen wir hier stehen. Oh mein Gott, fällt sich die ganze Zeit boosten. Ja, und Matos blockiert. Genauso wie ich es vermutet hatte. Fällt sich die ganze Zeit boosten, haben die schon die ganzen Skills jetzt aktiviert. Warum macht er das? Der ist auch komplett bescheuert. Und die sind jetzt alle in einer Reihe und ich hoffe, jetzt funktioniert der Raid. Apropos Raid. Hi, hoi, hoi. Cool. Jetzt besiegen wir wahrscheinlich Mateng doch noch und ich hoffe, wir nehmen ihn gefangen und ich hoffe, er schließt sich uns an. Ich meine, wir haben die Hälfte seiner Xiliang drum. Die schlechte Hälfte, to be honest. Oh Mann, wir haben... Oh. Ich habe den schon bestimmt mit 5 verschiedenen Strategien oder mit 6 verschiedenen Strategien getroffen und er steht immer noch da. Mateng ist der geilste Offizier im Spiel. Er ist einfach so cool. Ich wäre so gerne wie Mateng. Er ist mein Vorbild, mein Ein und Alles. Ich druck mir sein Bild aus und hänge mir das an der Wand. Meine weiße Tapete, die werde ich tapezieren mit Mateng-Bildern. So ein krasses Fangirl bin ich von ihm. Boah, ist der cool. Und ich weiß... Nein, wurde defeated. Und ich weiß nicht mal, ob das Brigadier oder Cavalry ist. Stell ich mal vor, der ist so Cavalry und ich kann nur Brigadier werden und ist dann noch heftiger. So, Leute. The end of everything. Wenn das jetzt funktioniert, dann möge Gott den Gegnern gnädig sein. Komm schon, funktionier. Please, Yuan Chang. Please. Du kannst auch nicht immer verkacken. Cool. Die Pit, muss ich sagen, war natürlich wieder mal ein bisschen greedy, aber ihr kennt mich. Und jetzt funktioniert der Raid zu 100%. Oh Gott. Hi, hi. Oh. Fake Mr. Monopoly auch schön angegriffen. Das hat reingezwiebelt. So muss das. Oh, das ist doch auch blöd. Komm, ich mach mal einen Raid. Bin ich schon mal hinter dem. Oh mein Gott, schon Yu Jiang. Coming in. Dafür, dass es ein Raid ist, war das voll schwach. Oder was ist das für ein defensives Monstrum? Ein Guard General ist ein defensives Monstrum. Tja. Scheinbar sind diese Generics stärker geworden. Habe ich auch schon bei den Pferdeflüsterer festgestellt. Sind tatsächlich stärker geworden. Yam Yang, du kriegst meinen Buff. Und dann sind die Gegner ziemlich buff. Die sind so am Arsch. Oma Tor wird tatsächlich nur von Chun Yu Kong erfasst, weil der ja auch Pit hat. GG, well played. It's so over, weil der einfach Raid hat. Oh mein Gott, so cool. Echt so gut gespielt. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so verdammt nochmal stolz auf mich. Gut gemacht. War voll blöd, dass wir Mateng nicht gefangen genommen haben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir Mateng in der Boostery bekommen. Und wie gesagt, ich meine mich daran erinnern, ihn 4 Minuten zu haben in irgendeiner Story. Kann sein, dass die Schulstory war. Aber, ja. In unserem Fall haben wir da Mateng ja nicht bekommen. Oh Gott, was? Von wegen. Oh Gott, Machau lebt. Oh, er lebt. No, 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 no. Scheiße, er lebt, Leute. Ich habe doch noch nicht gewonnen. Ich habe die Gegner unterschätzt. Oder Yan Liang überschätzt. Oh, never mind. Oh, Chun Yu Kyung. Ich bin ein Kind von dir. Oh, ich liebe die Armee so sehr.
Boah, Machau haben wir mal captured. Ich habe mit allen gerechnet, aber nicht, dass wir Machau capturen. Ich dachte immer, Tang ließe sich eher capture als Machau. Richtig komisch. Ja, wir haben es geschafft. Das war der Fight von Luoyang. Die alte Hörnerhauptstadt. Nice. Jetzt haben wir die Juwelen schon voll viel abgeluchst. Oh, Level Up Party. Supi. There's no shame in surrender. Won't you join our ranks? You underestimate the great Machau! Follow you! I knew you wouldn't agree easily, but you're a stubborn one. Als ob Machau zu Zauzer kommt. Träum weiter. Surrender absurd. If you find me disagreeable, then get me down. Man, da ist sowieso nicht. The real retainer will not serve a second lord. Was ist das denn? Der cheat sich da einfach durch. Der nimmt jetzt aber nicht hier unsere Hauptstadt ein, oder? Nee, zum Glück nicht. Und willkommen, neuer Offizier. Oh, ihr Mianpu, ich schätze auf dem alten Knowledge in meines Pause. Und Zhang Wei. Oh, ihr Zhang Wei, I believe you are the one to conquer the land. Der ist richtig schlecht, hat ganz schlechte Werte. Aber der nicht, der ist cool. Der kommt auf jeden Fall in die zweite Armee. I am Zhang Lu, I shall serve you with all the knowledge at my disposal. Der kann was. Der kann tatsächlich ziemlich viel. Juxu, da gehen wir hin. Lalalala. Genau. Lufan ist ein gutes Stichwort. Ist der Einzige, der noch wen rekrutieren kann. Warum Lufan jetzt Suzi rekrutieren kann, ist mir Rätsel, aber nehme ich. Haben wir einen Wu-Offizier. So. Ich habe überlegt, tatsächlich den wieder... Wow, wir haben einen neuen Slot. Changi, where are you, my friend? Habe ich ja versprochen, dass wir hier Changi reinpacken. Ist auch ein ehemaliger Offizier von Yuanzhou. Let's go. Quick. Pinsel, Charge, Flank, Boost. Naja. Naja. Es ist Zheng Fei. Was macht einen da? Jetzt muss ich tatsächlich Zheng Fei angreifen. Mit den Yuans. Na gut. Aber Leute, ganz, ganz wichtig. Wir müssen diese Armee verbessern. Die ist so fucking schlecht. Da haben wir noch keinen neuen Platz. Boah, wir müssen die Armee so hart verbessern. Du kriegst Pit. 3600, oh mein Gott. Durch die ganzen Fights haben wir natürlich extrem viel Geld bekommen. Und ich muss es leider jetzt alles in dieser Armee stecken, weil die Armee ist so schlecht. Sie hat es nötig. Sie hat es bitter nötig. Und ihr wisst, wenn ich sage verbessern, was ich dann mache. Pit, 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 Pit. Fahr mal Zaurin kein All-Attack. Das ist ein Signature-Move. Signature-Move von Zaurin. Und er hat es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und der hat kein Wise. Ey, ohne Mist, denn diese Armee ist zum Kotzen. Oh, die ist immer noch nicht gut. Das ist das Schlimme. How much longer must we wait for peace? That is a question that nobody can answer. So gehen wir aber nicht mit Lady um. Die will wissen, wann es endlich Frieden ist und Zahong so. Kann ich nicht beantworten. Geh mir aus dem Weg. Oh Mann. Warum bist du so? Ja, Ambush ist definitiv not my style und lässt sich auch gar nicht gut kommen mit Zheng Xiu. Der war auch viel besser sonst. Ich muss den nochmal komplett überarbeiten. Da fehlt einfach der Raid, da fehlt so viel. Ich bin nicht zufrieden mit ihm.
Und hier muss ich Torns durch Pits ersetzen. Oh, nein. Oh Gott, Leute. Jamie, mach mir Kopfschmerzen. So schlecht ist dir. Jetzt mal ohne Mist, dieser Mir ist wirklich bad. Oh Gott. Und Jamie war so gut in unserem ersten Run. In unserem ersten Run war das so genial. Scheiß mal auf Flanke 2. Hawaii Schiff ist noch beschissener. Dieser Mie, die macht mich echt fertig. Aber sie ist jetzt wahrscheinlich schon um einige stärker. Und dieser Mie darf tatsächlich hierhin gegen Huang Zhong kämpfen. Wenn wir gewinnen, bekommen wir Wuxia. Stimmt, Wuxia kommt eher in Yami als Zhang Lu. Ja, und Zhang Fei. Oh, hier ist Guan Yu. Oh nein, what is this? What is this? Ich frage mich, ob Guan Yu jetzt Zhao Zhu angreift oder ob es sein lässt. Ich weiß es nicht. Gut. Das wäre diese Geschichte. Leute, das war's. Beim nächsten Mal gibt es wieder einige Kämpfe gegen Liu Bei. Könnt euch drauf freuen. Gucken, ob Yuan Tan sich dann wieder von seiner Schokoladenseite zeigt. Und nicht so erbärmlich wie heute. Okay. Damit, falls es euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!